Konkret auf TeleZ wird Ihnen präsentiert von Domo Reisen. domo-reisen.ch. Überaus deutlich mit 71,6% hat die Schweizer Stimmbevölkerung entschieden, weiterhin Beilaggebühren zur Finanzierung von Radio und Fernsehen zu zahlen. Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zu einer neuen Sendung. Trotzdem stellt sich die Frage, wie soll es mit der SRG weitergehen? Im Abstimmungskampf hat sie selber an verschiedener Stelle immer wieder betont, sie müsse und werde sich verändern, Reformen einleiten und abspecken. Wie ist vor dem Hintergrund die hohe Ablehnung zu deuten? Das diskutiere ich diese Woche mit dem Peter Studer, Publizist, ehemaliger Chefredakteur vom Schweizer Fernsehen. Peter Studer war außerdem bis 2009 der Präsident des Schweizer Presserats. Grüezi, Herr Studer. Alle Kantone, 71,6% Nein. Wie erstaunt sind Sie, Herr Studer? Ich war erstaunt, sehr erstaunt, nach den ersten Zahlen, die wir am Anfang dieser ganzen Diskussion hatten. Und ich habe mit meiner Frau gewettet. Sie hat gesagt 70%. Sie ist Australierin und hat nachher furchtbar gelacht. Ich habe gesagt 55-60%. Und sie hat gesagt, ja, siehst du jetzt, wir sind 50 Jahre geheiratet. Jetzt habe ich die Schweizer besser gekannt als du. Und was haben Sie gewettet? Ein gutes Nachtessen in der Kronenhalle. Gut, ja, da müssen Sie jetzt ins Das Ort kommt diese Woche, das ja. Kommt. Ja. Gibt's, da gibt, sind Ihre Schulden, Wettschulden. Wenn man jetzt das Votum anschaut, da gibt es ja verschiedene Interpretationen. Im ersten Moment hat man das Gefühl, es war vor allem ein Votum für Sicherheit. Es war ein Votum für Sicherheit und auch für Tradition. Weil die SRG, die es ja seit den 1920er Jahren gibt, das ist einfach ein Bestandteil der Schweizer DNA geworden. Und sogar die Leute, die sagen, ja nein, wir hören sie eigentlich nicht mehr oder wenig. Viele Leute hören Radio, aber schauen kein Fernsehen. Oder anderes Fernsehen. Trotzdem ist es ein Bestandteil der Schweiz. Sie haben das jetzt gerade angetönt. Es war eine sehr radikale Vorlage. Und die SRG hat immer gesagt, also, wenn sie herkommt, dann gibt es uns über kurz oder lang nicht mehr. Da haben viele Leute doch das Gefühl gehabt, nein, das wollen wir nicht. Es war aber ein Nein, aber. Die Kritik an der SRG ist schon auch laut geworden. Ja, in der Schweiz ist immer eine übermächtige Stelle oder eine mächtige Position im öffentlichen Diskurs gefährlich, weil plötzlich finden die Leute oder ein Teil der Leute, das ist uns ein bisschen zu gross und ist uns ein bisschen zu viel. Lange ist das der Armee entgegengehalten worden und sicher jetzt in den letzten Jahren auch der SRG. Veränderungen scheinen gewünscht zu sein. Sind auch angedeutet worden von Seiten der SRG, dass man Veränderungen machen will. Auf dem Tisch liegen ja ganzen Haufen Pläne und Szenarien, die überhaupt überall an welchen redlich geschraubt werden könnten. Wenn wir jetzt mal von gross anfangen, aus Ihrer Sicht, in welche Richtung könnte so eine Veränderung dann gehen? Also ich habe heute nachgezählt in den Zeitungen, wie viele Motionen oder Positionen schon angesammelt sind und schon auf dem Weg sind oder angedroht sind für die nächste Zukunft. Und ich bin auf 12 tätige Positionen gekommen und ich glaube, schon im Parlament wird einiges sein. Die Herren Gina und Marchand, der neue Generaldirektor, haben ja auch schon eigentlich einen Stock von der Katz zum Sack ausgelassen und haben gesagt, wir wollen sparen, wir wollen effizienter werden. Und nennen damit schon ein paar der Kritikpunkte weg.
dass die sind zum Teil ausgeschlachtet worden vorher. Zum Beispiel, wieso 12 Journalisten, die da rumstehen im Bundeshaus bei einer Wahl, das könnte man doch mit weniger Leuten machen, das stimmt. Ich erinnere mich allerdings an eins. Einmal hat Roger Schawinski gesagt, so bei diesen Bundesratswahlen, wenn wir die Hälfte vom Gang hinter den Parlamentssaal und haben einen Haufen Leute hergestellt. Und am Schluss ist das Zuschauerecho für die Schawinski-Grossübung ganz schwach gewesen. Und DSRG mit ihren erprobten Kommentatoren hat mit Abstand gewonnen, damals. Das ist ein paar Jahre her. Und in diese Richtung hat es natürlich immer wieder Ineffizienzvorwürfe gegeben. Gut, aber jetzt müssen wir natürlich fairerweise sein. Ich meine, Sie haben mit dem Roger Schawinski natürlich ganzen Haufen Fights ausgetragen, auch noch zu Ihren aktiven Zeiten. Aber wir müssen natürlich sagen, die SRG hat damals auch einen Vorsprung gehabt. Mittlerweile, wenn man die privaten Berichterstattungen anschaut, von zum Beispiel Bundesratswahlen oder auch jetzt von so Abstimmungssonntagen, sind die nicht mehr so weit davon entfernt, rein was die Berichterstattung anbelangt, wie die Sendungen von der SRG. Das ist richtig. Sie meinen wahrscheinlich auch Ihre eigene Berichterstattung. Ja, natürlich. Kann ich mir vorstellen. Natürlich. Das ist der Beitrag, den wir auch leisten zum Servicepublik. Aber bleiben wir doch vielleicht gerade da dabei. Alles redet von Servicepublik. Aber man hat schon das Gefühl, niemand meint es gleich damit. Nein, es meinen nicht alle das Gleiche. Und auch nicht alle SRG-Anhänger meinen es gleich. Ich habe gestern unter den vielen Kommentaren, die man gehört hat, am Radio und Fernsehen, habe ich einen gehört, der mir besonders eingeleuchtet hat. Der Kollege hat gesagt, es war ein Sieg der Wir-Schweizer gegen die Ich-Schweizer. Weil es hat ja immer wieder geheißen, da muss ein Teil von der Bürgerschaft für etwas zahlen, das sie gar nicht nutzt. Und ich glaube, eine grosse Rolle hat gespielt, dass natürlich die 3, 4 Sprachkulturen alle einen Platz auf dem Bildschirm und am Mikrofon haben müssen. Gut, aber das ist ja eigentlich auch von den Befürwortern nie gross angeprangert worden. Also für die Sprachenvielfalt, an der hat man eigentlich nie zu kritisieren gehabt, sondern es ist vor allem um die Grösse und um die Menge gegangen. Gut, die da plötzlich einen Plan B aus der Schublade gezogen haben, noch bevor sie richtig darüber nachgedacht haben, die haben natürlich gesagt, nein, die SRG geht nicht unter. Sie muss sich nur ein bisschen mehr Mühe geben, ein bisschen mehr abbauen und so weiter. Aber wir sind auch der Meinung, dass jeder Kulturteil von der Schweiz muss eine Position haben. Nur eben, wie wäre das denn gegangen, wenn jetzt das Nein gewonnen hat? Was sagen Sie den Leuten, die das Gefühl haben, ja natürlich, es gibt Tessiner Sender, es gibt welsche Sender, es gibt Deutschschweizer Sender, es gibt einen rätoromanischen Teil, aber der Crossover, wo man immer so sagt, ja, die SRG trägt zum nationalen Zusammenhalt bei, der Crossover in die einzelnen Sender findet eigentlich nicht statt. Also ich kann zwar welches Fernsehen schauen, aber beim Deutschschweizer Fernsehen findet das Welschland jetzt nicht dermassen viel statt. Das stimmt. Das ist zwar von den Generaldirektoren immer wieder angestoßen worden. Die haben wollen, ich habe das auch mal als Chefredakteur erlebt, jetzt geheißen, du musst mehr französischsprachige Reportagen aus der welschen Schweiz übersetzen und den Schweizer zeigen. Den Deutschschweizer zeigen. Wieso hat man das nicht gemacht? Man hat das schon gemacht. Aber? Das Zuschauerecho war ganz klein, weil natürlich die allermeisten welschen Zuschauer einfach Französische Programme sehen.
Gut, aber gewisse Berichte, die aus dem welschen Fernsehen zum Beispiel ins Deutsche übersetzen oder umgekehrt, ich sage jetzt nicht ganze Programm, aber dass es da relevante Sachen übersetzt werden, das würde sich ja eigentlich schon anerbieten. Am ehesten eine Chance hatten echte Koproduktionen, wo Leute aus den verschiedenen Regionen eng zusammengearbeitet haben. Das hat es gegeben. Aber das mit den Übersetzungen, das ist, stelle ich einfach fest, aufgrund der Zahlen, das ist einfach nicht so gut angekommen. Und zwar auf beiden Seiten nicht, also auch bei uns in der Deutschschweiz nicht, ja. Oder vor allem im Welschland nicht? Ja, ich habe vor allem das Deutschschweizer Echo natürlich, wo ich noch in der Riemen war, habe ich verfolgt. Und ich habe im Generaldirektor müssen sagen, du, das sind also ganz winzig kleine Zuschaueranteile. Lohnt sich nicht, also unter dem Strich, oder? Ja, bös gesagt. Eben. Ja. Sie haben das gesagt, die SRG ist gross, die SRG ist mächtig, die SRG kostet viel Geld. Das ist den Schweizer so ein bisschen gefürchtet vorgekommen. Wenn wir aber so ein bisschen zurückschauen, dann muss man schon auch sagen, die SRG hat schon auch ein Motto gehabt, wo ein Wille ist, ist auch immer ein politischer Weg gewesen. Also immer, wenn es mehr Geld gebraucht hat, hat man das schon auch immer begründet, ja, unser Auftrag lässt sich halt nur so und so auch wirklich umsetzen. Also man hat sich das selber schon auch ein bisschen, wie soll ich sagen, in die Nessel gesetzt. Ich glaube, das ist so und ich bin sehr gespannt darauf, wie die Leute, die jetzt hier an der Spitze stehen, auch der neue Generaldirektor, wie weit die werden gehen mit der sogenannten Effizienzsteigerung. 7 Fernsehprogramme, 17 Radioprogramme ist, glaube ich, gezählt worden. Was macht man jetzt da? Natürlich muss man immer schauen, dass die Behandlung der anderen Sprachregionen einigermaßen gleich ist. Das ist ja auch eigentlich ein Grund. Forderung als Fernsehen. Und man hat auch immer wieder ein bisschen gespottet darüber. Zum Beispiel ist umgegangen im Café vom Deutschschweizer Fernsehen der vom 2. Programm von der Radiotelevisione Svizzera Italiana. Der könnte jeder von seinen Zuhörern und Zuschauern persönlich. Man hat das allerdings nicht laut sagen, weil sonst jetzt heisst, aha, ihr schaut auf uns ab und ihr schätzt uns gering. Also, wie das jetzt hier weitergeht und wo soll gespart werden, da bin ich ja sehr gespannt drauf. Sie haben das vorher angetönt, die SRG, Führungsetage hat gewisse Sachen bereits jetzt in Aussicht gestellt. Jetzt könnte man ja auch sagen, ja, nach dem Resultat könnt ihr das schon sagen. Ob es dann umgesetzt wird, ist eine andere Geschichte. Immerhin haben 70% der Schweizer Bevölkerung gesagt, ja, wir wollen die SRG, ja, wir wollen eine starke SRG. Also der Druck, von sich aus jetzt etwas zu ändern, hat ein bisschen nachgelassen. Auch wenn sie die parlamentarischen Vorstöße, Motionen, die da jetzt im Petto sind, wenn die da sind. Täuscht man sich? Ja, ich glaube, die Leute, die jetzt an der Spitze sind von der SRG, die können nicht einfach genau gleich weitermachen wie bis jetzt. Das glaube ich nicht. Das glauben Sie mir nicht? Nein, ich frage Sie, glauben Sie wirklich nicht? Ja, ich glaube, wie viel Abbau, wie viel Änderungen, das weiß ich nicht. Es sind ja ganz interessante Positionen jetzt in diesem Dutzend. Zum Beispiel die Grünen, die sagen, wir wollen nach 19:30 keine Werbung mehr. Da muss ich jetzt natürlich sagen, als regelmäßiger Zuschauer vom Programm ab 19:00 nerve ich mich sehr häufig über die Werbeunterbrüche. Und ich habe das Gefühl, es sind eigentlich zu viele. Aber wenn man dort stark abbaut, dann stellen sich sofort wieder Finanzprobleme. Wie zahlt man denn das Programm? Und wenn es jetzt heisst, ja, Information muss gestärkt werden,
Ja, wie denn genau? Und wo? Also was haben Sie das Gefühl, wenn wir jetzt gerade bei diesem Beispiel bleiben, natürlich, Sie haben das selber gesagt, als Zuschauer hat man natürlich die Werbung nicht so gern, oder? Auf Seite, natürlich aus der Unternehmerseite ist das ein Weg, zum Werbegelder zum Einnahmen zu generieren. Haben Sie das Gefühl, wenn man jetzt sagen, okay, ab 7:30 oder ab 8 keine Werbung oder keine Unterbrecherwerbung mehr, woher würde das Volumen, das dann frei werden würde, wo würde das herfließen? Also die einen sagen, in der Schweiz bleiben, und die anderen sagen, hey, schneidet ihr euch ins eigene Fleisch, das geht an die deutschen Schweizer Fenster. Das ist natürlich eine reale Gefahr, dass es in die deutschen Sender geht, weil die ja auch schon einen sehr starken Marktanteil haben, über den Abend hinweg. Und also, ich werde diese Aufgabe nicht müssen haben, jetzt als Ehemaliger, da mich mit konkreten Vorschlägen zu äußern. Natürlich, auf der einen Seite weniger Einnahmen. Da kann man aber sagen, ja gut, aber das Fernsehen, wie es früher produziert worden ist, oder auch die ganze Technik, ist natürlich dem Ganzen entgegengekommen, ist ja günstiger geworden. Also Fernsehen machen ist günstiger geworden wie zu ihren Anfangszeiten, kostet immer noch viel Geld. Das hat man gesehen bei diesen Plan B-Berechnungen, die ja eben nicht so verhebt haben. Aber dort könnte man ja auch, anstatt dass man einfach auf der Programmseite sagt, ja, man könnte dann das und das nicht mehr produzieren, auf der anderen Seite günstiger produzieren, könnte ja auch Schweizer Fernsehen die ein oder andere Produktion. Oder täuscht man sich da? Nein, das glaube ich schon. Das sagen ja auch die, die sich jetzt von der Spitze her geäussert haben, gestern Abend. Und die haben so überzeugt und überzeugend gesagt, wir wollen effizienter werden, dass sie natürlich in diese Richtung auch gefordert werden. Also mehr Team an gleiche Anlass gemeinsam zu schicken. In diese Richtung wird sicher etwas passieren. Wie viel, kann ich nicht voraussagen. Wenn wir jetzt schauen, ich will noch mal zu dem Service Public zurückkommen und vielleicht noch mal so ein bisschen probieren, herauszuhören, was man dann darunter soll und darf verstehen. Darf ich zum Service Public ja noch etwas sagen? Natürlich ist es Ergebnis von dieser Abstimmung von gestern, dass auch der Leistungsauftrag, der in der Bundesverfassung steht, stehen bleibt. Und dort, wenn es geheiss hat, ja, man müsste die Privaten viel mehr Unterhaltung machen, weil da bringen sie ja auch Leistungen, das stimmt. Aber die Unterhaltung ist auch, und ich glaube, das ist der einzige grössere Sender in Europa, wo die Unterhaltung im Leistungsauftrag steht. Das war damals revolutionär, wo das in die Verfassung hineingeschrieben wurde. Aber auch dort bleibt natürlich der Leistungsauftrag jetzt erhalten. Sie müssen sich also auch punkto Unterhaltung etwas einfallen und können nicht einfach sagen, von dem geben wir jetzt den grössten Teil über ins Private. Gut, also mit dieser neuen Konzession oder mit dieser Übergangskonzession, die ja jetzt davon die Rede ist, der Bundesrat gesagt hat, Frau Leuthard auch gesagt hat, ja, wir sind jetzt an dem Mediengesetz dran, jetzt machen wir nicht so eine lange, sondern jetzt machen wir mal so eine verkürzte Konzession. Dort ist schon die Möglichkeit, eher nach einem Ausbau bei der SRG und nicht nach einem Sparauftrag und bei der Unterhaltung. Das lässt sich natürlich definieren, was ist denn Unterhaltung und was nicht. Da ist ja vor allem die Bundesverfassung sehr locker definiert. Sehr oder? Locker, aber die Erwartung ist natürlich, dass es eben nicht 0815 Unterhaltung ist, sondern auch Unterhaltung, die einen gewissen Qualitätsanspruch und auch einen gewissen Schweizanspruch erfüllt. Und das wird jetzt eigentlich zu definieren sein. Da bin ich sehr gespannt, was da rauskommt. Aber sicher kann deshalb geht die Unterhaltung nicht einfach aufgeben und sagen, ja, gut, das soll jetzt die Privaten machen.
Eine Position ist ja vor allem jetzt auch von der Seite von den Medienpolitikern von der SVP genannt worden, ist, dass die SRG in Zukunft vor allem Information, Bildung und Kultur soll machen soll. Für das auch soll entschädigt werden. Das, was eigentlich die Privaten nicht können oder nicht wollen machen. Zum Teil nicht können, weil es einfach etwas vom Teuersten ist im ganzen Programm. Also schon Auslandkorrespondenten häufig zu Wort kommen, ist eine teure Sache. Ich habe das gesehen vor kurzem, wo einer der Moderatoren vom Schweizer Fernsehen eine Sendung gemacht hat in dem Ecke vom Nahen Osten, wo jetzt die Türkei einmarschiert ist und behauptet, es gäbe keine zivile Opfer, sondern nur Opfer unter den Terroristen. Und die Sendung war sehr gut gemacht, hat sowohl Experten reinkommen, hat auch ein Team dorthin geschickt, in diese fürchterliche Ecke. Und das ist eine sehr spannende, aber auch sehr teure Angelegenheit, diese halbe Stunde als Fernsehproduktion zu stemmen. Jetzt, Herr Studer, aber das ist ja auch wieder etwas, das die meisten nicht infrage stellen, das ist die Informationssendung, sondern man will sogar den Anteil an Information mit der neuen Konzession sogar noch aufschrauben. Was sich viele Leute nicht vorstellen können und darum auch mit dem Plan B nicht so viel anfangen, was präsentiert wurde, ist, dass so Nachrichtensendungen, die lassen sich ja nicht verkaufen, die können sie nicht versponsoren und die sind per se teuer, immer noch teuer, auch wenn die ganze Produktion kleiner geworden ist. Aber das wird ja gar nicht in Frage gestellt. Ja, aber ich muss noch mal sagen, Unterhaltung, was heisst, das soll die SRG fahren und den Privaten übergeben, das wäre eigentlich nicht verfassungsgerecht, weil Unterhaltung steht in dem Artikel 93 von der Verfassung eben als Leistungsauftrag drin. Und natürlich hat die SRG auch viel Schweiz bei den Leuten und Fernsehen bei den Leuten und so weiter. Sie haben sich da schon in den letzten 10, 15 Jahren einiges einfallen und haben auch den schweizerischen Aspekt verstärkt. Und wenn ich jetzt kritisch sage, und dafür läuft auf SRF 2 laufen irgendwelche eingekauften Serien und irgendwelche alten amerikanischen Spielfilme, wo man jetzt muss sagen, ja, das gehört jetzt so per se nicht zum Leistungsauftrag von der SRG. Ja, alte Spielfilme. Ich bin ein Filmfreund und ich habe immer ein bisschen geschumpfen mit den Leuten, die jetzt ein Sagen haben hier beim Deutsch-Schweizer Fernsehen, dass sie keine richtige Filmsendung mehr machen. Wo ich früher sehr gute Filmsendungen am Schweizer Fernsehen gesehen habe. Und ich glaube, das wäre jetzt zum Beispiel etwas, weil viel Film auch sehr eine optische Komponente hat und immer noch viele Leute ins Kino gehen. Und die beste Filmsendung, die ich jetzt in Erinnerung habe, ist die, die am Schweizer Radio am Samstag oder Sonntagmittag ist. Und ich finde, da müsste etwas passieren mit Filmsendungen. Gut, eben, aber zum nochmal sagen, oder? Also, die Schweizer Sendungen, die Sie jetzt angesprochen haben, das ist das eine Paket, aber dann zum Beispiel eben die ganzen Formate, die Serien oder auch die Formate, die man übernimmt aus Holland, wo man einfach quasi ein Franchising macht. Voice of Switzerland ist immer wieder genannt worden in dem Zusammenhang, aber es gibt auch andere, wo man sagt, das kostet viel Geld, wird nicht einmal in den SRG Studios gemacht, sondern in der Bodensee Arena, das wäre gar nicht nötig. Also da hat man schon auch mit den grossen Kellen angerührt, ja, oder? Das glaube ich auch, ja. Da bin ich jetzt sehr gespannt, wie die Effizienzsteigerung und auch die Kultursteigerung, nämlich den Kulturauftrag zu erfüllen, auch in unterhaltsamer Form, wie das umgesetzt wird. Der Technologiewandel, den haben wir jetzt schon mal ein bisschen angesprochen, oder? Es ist günstiger geworden zum Fernsehmachen, wie auch noch dazu mal, wo die SRG gegründet worden ist. Der wird immer weniger können
herhalten als Argument, wieso es so viele Gebührengelder braucht. Oder? Bleibt der nationale Zusammenhang, wo man sagt, okay, die SRG hat einen Auftrag für den nationalen Zusammenhalt. Da fragt sich schon, braucht es so viele Kanäle, so viele Radioprogramme in allen vier Sprachen, um dem gerecht zu werden? Oder hat man da einfach halt auch mal so ein bisschen im Feudalismus geschwebt und einfach mal so ein bisschen ausgefahren? Ich glaube, man hat die eigene Begründungslast damit ein bisschen leichter machen. Aber ich glaube, die SRG wird sich müssen überlegen, die zweiten und dritten Programme, die da sind, was ist wirklich unerlässlich für einen nationalen Zusammenhang und wo kann man sagen, da tun wir jetzt ein bisschen sparen. Ich erinnere mich, es ist eine Umfrage gemacht worden vor ein paar Wochen, sollen auch die romanischsprachigen Leute volle Programme bekommen, nicht nur einzelne Sendungen, wie sie jetzt haben. Und ich habe meine Ohren nicht getraut. 70% der Befragten haben gesagt, ja, gebt denen ein Vollprogramm. Und das ist jetzt nach meiner Meinung eben gerade nicht nötig. Ich will noch schnell noch mal ein bisschen auf den Abstimmungskampf zu reden kommen. Herr Studer, der SRG hat man auch vorgeworfen, dass sie zu dieser Debattenkultur immer auch die Meinung gerade mitgeliefert hat. Sie hat eigentlich den Abstimmungskampf selber sehr früh, also außerordentlich früh vom Stapel gerissen, hat natürlich Frau Leuthard dazu gezwungen, dann auch früher in das Ganze einzusteigen. Dann ist die erste Umfrage gekommen, wo sie so ein bisschen kritisch war. Nachher hat es kein Programm mehr gegeben auf der SRG, wo die No-Beilage nicht irgendwo angesprochen war. Das ist die zweite gekommen, wo man hat können davon ausgehen konnte, es geht runter. Und in den letzten zwei Wochen, Herr Studer, ist es ganz ruhig geworden auf dem SRG-Programm um No Beilage. Also, da kann man nicht sagen, das ist eine Debattenkultur, sondern das ist auch Meinungsbildung gemacht worden, oder? Gut, Debatte hat immer auch Meinungsaspekt und die müssen nicht ausblendet werden, aber es war ja eine interne Weisung, dass man nicht direkte Abstimmungsempfehlungen von sich gibt in den Radio- und Fernsehprogrammen. Und das ist, glaube ich, schon eingehalten worden. Aber wenn Sie jetzt einfach zurücklehnen und probieren, mal Ihren SRG-Hut abzulegen, dann müssen Sie auch sagen... Ich schon lange nicht mehr an. Ja, natürlich, aber man ist verbunden mit einem Unternehmen, das man so lange gearbeitet hat. Dann müssen Sie sagen, ist das alles ganz sauber gelaufen? Ich habe ein paar Mal gefunden, das wäre jetzt nicht nötig gewesen. Und da wäre ein bisschen mehr Zurückhaltung noch besser gewesen. Ja, die Fälle hat es gegeben. Aber es waren nicht so gravierend gewesen, dass ich müsste sagen, die SRG hat versagt und hat nicht mehr eine glaubwürdige Information zu dem Thema gebracht. Also ich würde sagen, die Glaubwürdigkeit von der SRG ist in dieser ganzen Zeit ist eigentlich gewährleistet gewesen. Sie ist ein paar Mal geritzt worden, aber nicht verraten worden. Sehr diplomatisch von einem ehemaligen Chefredakteur, Herr Studer. Ja, ich bin seit 1999 pensioniert. Und ich bin ja, bevor ich zur SRG bin ich ja 25 Jahre beim Tagesanzeiger gewesen, also in einem gedruckten Medium. Und ich habe immer gesagt, man muss Information und Meinung trennen, aber es kann beides gepflegt werden. Dann geben Sie mir gerade noch so zum Schluss, wir sind schon fast am Schluss von unserer Sendung, vielleicht noch einen Eindruck zu dem neuen Mediengesetz, das ja jetzt im Sommer kommen soll. Man hat so ein bisschen schon das eine oder andere gehört, was dort drin soll stehen. Und das eine, was ein bisschen Fragen aufwerfen ist, das neu, dass man es ausdehnen will, nicht nur auf Radio und Fernsehen, sondern zum Beispiel auch online rein tun, dass die sich auch um Fördergelder bewerben können. Und online, wenn man jetzt schaut, woher die gehören, zurzeit gehören die meisten zu einem Printverlag.
Indirekt würde man so Printmedien subventionieren vom Staat. Ist das richtig? Eine richtige Richtung, Herr Studer? Es ist eine ganz heikle Richtung. Aber ich glaube, die SRG als Medienhaus muss sich auch mit Internet und mit Online beschäftigen, weil dort sind die jungen Leute. Und von dort her kann die SRG nicht einfach sagen, das kümmert uns nicht. Allerdings Werbung im Online-Sektor finde ich nicht gut. Ich habe auch Probleme mit der sogenannten Admeira-Verbindung von der SRG. Die ist noch nicht ganz vom Tisch, nein, oder? Aber es ist so deutlich diskutiert worden von der SRG-Spitze, dass dort wahrscheinlich schon etwas passieren wird. Lassen wir das hier vorerst stehen. Herr Studer, danke vielmals für den Besuch bei uns in der Sendung. Ja zur SRG, aber auch ja zu einem Wandel. So will man in beiden Lagern das höhere Nein zu den No-Bilag-Initiativen verstanden haben. Einschätzungen und Analysen vom ehemaligen Chefredakteur vom Schweizer Fernsehen und dem Präsidenten vom Schweizer Presserat, Peter Studer. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Die jüngsten Meldungen aus der Region geht es jetzt weiter im Report. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Unterhaltung. Auf Wiedersehen miteinander. Konkret auf TeleZ ist Ihnen präsentiert worden von Domo Reisen. domo-reisen.ch